Und wieder rein da. Ja, wie gesagt, ich mache den einen Level jetzt noch zumindest. Damit wir schon mal eine gute Basis haben. Ey, du da. Bleib da. Wir können ja auch mal ein Zweierteam angreifen, die Heinis. Oder kann man die zueinander locken, dass sie ein zu zweit angreifen? Geht das? Muss ich mal gucken. Weil ich meine, man kann immer noch ein bisschen wegrennen vor denen. Hätte auch was. Sehr schön. Sind Nummer 1 gegen 1. Ach, schade. Oh, ein Follow. Ein neuer Follow. Achtung. Da ist er. Vielen, vielen Dank für den Follow, Kamiken. Und hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich. Du machst ein bisschen Story weiter, dann kommst du auch mehr in einen Kampf. Ja, also ich mache jetzt noch, wie gesagt, das Level fertig. Das ist ja nicht schwer, beziehungsweise ist das nicht weit. Wir brauchen ja nur noch... Ja, okay, doch, wir brauchen noch. Gut, ich mache den Raum jetzt noch einmal fertig, komplett. Und dann schauen wir mal weiter. So, damit wir hier mal ein bisschen Progress machen. Hallo. Komm, komm, komm. Komm. Ja, komm. 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 Oh, oh. So, hab ich den einmal runtergelockt. Ach, schade, ist trotzdem wirklich... Ist wirklich nur 1 und 1. Naja, hätte ja sein können, dass es vielleicht doch irgendeinen Bug gibt oder so. So. Ja, wie viel mal habt ihr denn, oder wie ist denn bei euch das Spiel in der Erinnerung geblieben? Ich meine, ihr habt das ja scheinbar, also ein paar von euch haben es ja scheinbar gespielt. Ich spiele es jetzt halt eben, außer der Demo damals, zum ersten Mal, so wirklich. Mir gefällt's, also dadurch, dass ich, wie gesagt, aus Final Fantasy 7 gespielt habe. Sehr, sehr, sehr... Yes. Can I write in English? Not good in writing in German, but I understand. Yeah, you can write in English. Nostalgie gut. Nostalgie halt, ein gutes RP. RPG, was auch immer. Yeah, sure, you can write in English and I will do my best and answer you in English. So, okay, Gegner ist weg. Oh, schade. Ist der jetzt noch irgendwo hier? Hätte ruhig einen zweiten haben können. Ja, naja. Vielleicht kommt da noch mal irgendwas. Was? Arigato? Ja, von mir aus. no Japanese, please. So. I don't understand any Japanese word. So. What? Hä? Nazi? Was? I don't understand. Sorry. Wieso? Ah. I never learned Japanese, so. That's the reason. Oh, ich muss was trinken. Moment. Mein Bot sagt, ich soll was trinken. Ja, 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 ja. Ja. Yes, let's play LOD. Ist das hier auch noch ein Aufzug? Nee. Okay, hier geht's weiter. Okay, gucken wir mal da rein. Schneller bewegen! Hä? Schneller! Ah! Ah! Was für ein Pech ihr noch habt! Ihr werdet es noch bereuen, nicht auf dem Schlachtfeld gestorben zu sein. Was meinst du damit? Glaubst du wirklich, du kannst im Gefängnis ein schönes Leben machen? Der oberste Aufseher, Frügel, wird dich dem Monster zum Fraß vorwerfen. Ups. Dem Monster zum Fraß vorwerfen? Du wirst uns nicht mehr länger demütigen. Oh, dreist, dreist. Aber die schlimmsten Kriegsgefangenen sind das beste Futter. Wenn du mich töten willst, dann töte mich jetzt. Das werde ich nicht zulassen. Ah. Oh, hier, ein neuer.
Das ist Lawitz, genau. Sir Lawitz! Du Mistkerl! Bist aus dem Gefängnis ausgebrochen? Dummkopf! Denkst du wirklich, du kannst auf eigene Faust etwas gegen unser Unternehmen? Ich mach das schon! Ich mach das schon. Wie spreche ich ihn denn jetzt? Ich mach das schon. Versuch zu überleben und kehre zu Indelsburg zurück. Nee, das passt nicht zu Ihnen. Lebend, sagt König Albert. Das werde ich nicht zulassen. Oh. Muttersöhnlich? Wie Bruce Willis? Maybe I have the hairstyle of Bruce Willis, but I cannot speak like Bruce Willis. It's not an option. Ich habe mich um diese Jungs gekümmert. Muttersöhnlich. Wie spricht man denn muttersöhnlich? Ist das ein Bürgerkrieg? Was? 20% auf alles bis auf Tiernamen? Hä? Du! Wer bist du? Du, wer bist du? Bist du auch einer von Basils Hunden? Ah. 20% auf Tiernahrung. Ich kann Bruce Willis leider nicht. Tut mir leid. Geht nicht. Ha, wer bist du? Ich heiße Dart. Ich bin nicht euer Feind. Ich bin Lawitz, Lambert. Ich bin der Anführer der ersten Ritterschaft des Königreich Basel. Er redet so ein bisschen nasal. Nun, anscheinend haben wir keine Zeit, uns vorzustellen. Okay, dann auf in den Kampf. Nein, haben wir wohl nicht. Gut, reden wir etwas nasal mit ihm. Okay. Oh. Gut, 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 gut. Attacke. Ah, drei Typen. Die drei von der Tankstelle. Aua. Hören Sie bitte auf, mich zu schlagen, werter Herr. Ach, Mist. Auch nicht schon wieder Britzel. Oh. Die schmeißen ja nur mit den Dingern um sich. Blöde Heinis. Aua! Das tut mir weh. Yes. Jawohl. Bam. Au, nicht schon wieder. Ja, Angriff. Auf den da. Warum nicht? Knapp daneben. Da gibt's auch was von Ratiofarm. Ratiofarm, gute Preise, gute Besserung. Ja. Okay. Autsch. Autsch. Haha, daneben, du Hund. So. Jetzt hau ich dir nochmal eine vorn Pelz. Yes. Und fort mit dir. Haha. Hä? Der ist noch nicht tot. Okay. Na gut. Dann nicht. Jawohl. Harpune. Tipp, you can also focus on movement of characters since X is pressed one second before a slash or punch or kick. Okay, thanks for the tip. So. Gut, 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 gut. Den Kampf hätten wir. Ach, ich werde deinen Wunsch erfüllen. Ich muss schon sagen, Dart, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig nach Helena kommt. Was hast du vor? Was? TH ist kein S? Bett.
Ich bin gekommen, um jemanden zu retten, der mir sehr wichtig ist. Hast du etwas über sie gehört? Ihr Name ist Shayna. Hm, mal überlegen. Es tut mir leid, aber... Ich werde woanders suchen. Warte doch mal. Ich komme natürlich mit dir. Ich dachte, du müsstest so schnell wie möglich zur Burg zurück. Ja, das Mädchen, nach dem du suchst, ist sie wichtig? Sie ist mein Problem. Es war mein Fehler. Sie ist sein Problem? Was? Ach, ich weiß nicht, was dich hierher gebracht hat, aber Helena ist kein einfacher Ort, wenn man auf sich selbst angewiesen ist. Ein Simp? Was ist denn ein Simp? Das gilt auch für mich. Ja. Aber gemeinsam können wir entkommen. Ja, natürlich mit dem Mädchen, versteht sich. Wie kommt es, dass du mir traust? Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ja. Dein Überraschungsangriff hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dir vertraut, als du mir den Rücken freigehalten hast. Deshalb glaube ich, dir vertrauen zu können, ja. Gut, lass uns zusammen gehen. Okay. Ja. Okay, Helena, wo bist du? Helena. Shayna. Hab ich hier auf Helena? Ich bin in Helena. Das klingt auch falsch. Oh, wer sind Sie denn? Einen schönen guten Tag. Ich möchte Sie natürlich nicht... Arme Haut. Ja. Das ist gut übersetzt. Das ist ein schöner Gag. Der gefällt mir. Better Love Story than Twilight? Yes. Of course. So. Mistkerl! Ja, komm her, du Lump. Und tragen wir das aus wie Männer. Wie echte Männer. Ach, das sind jetzt auf einmal zwei Wachen. Okay. Ach, Menno! Was? Mayonnaise ist kein Instrument? Was? Was erzählst du? Hä? Mehr werde ich auch nicht? Matt? Yes! Double heave! So, nochmal. Ich treffe es einfach nicht. Bei Lawitz ist es nicht so einfach, komischerweise. Oder das ist schon dasselbe. Ich irgendwie kriege es nicht geschissen. Na egal. Wir gucken mal. Irgendwann wird das schon was werden. Zitate aus SpongeBob. Ich habe SpongeBob nie geguckt. Sorry, aber das war mir immer. Das war nicht meins. Das war so absolut nicht meins. Ja, guten Tag. Da kommt ein Fahrstuhl. Wahrscheinlich mit Wachen. Oder? Nein, keine Wache. Da oben ist eine Wache. Hallo. Ja, komm her, du. Was sind das so eine Bezeichnung für diese Typen, die Frauen im Internet alles schenken und so quasi und sich dann was erhoffen? Ah, und das soll Lawitz sein? Lawitz ist so ein Typ, ja, der ist so ein Nasaler. Harpune. Yes. Menno. Aber interessant, also hier auf Twitch lernt man auch neue Begrifflichkeiten. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Kann man machen. So, komm, mach den mal tot hier. Das dachtest du dir auch gerade? Ja, ne? Hallo an Synthesness. Synthesness. Interessanter Name. Auch ein Verfechter von Legend of Dragoon. Geiles Spiel, muss ich sagen. Laufen gefühlt nur noch 99% an Sims umher. Ja, okay. Ich bin ja keine Frau, also. Deswegen. What? You choose Billy Connolly voice without the accent for Lawitz. I don't know who Billy Connolly is. Sorry, but I don't know him. Vögel kommt, um mich zu töten. Vögel. Ja, okay.
komme ich denn? Ah, einmal da hinhüpfen und dann hier kommen wir auch zur Kiste. 20 Gold. Ja, für mich ist das allererste Mal Legend of Dragoon. Ich habe es nur früher mal auf Demo gespielt, also vor vielen, 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 vielen Jahren. Lass das mal so 2000, 2001 gewesen sein. Und fand das damals cool, aber ich habe das Spiel nie bekommen. Also, weil es erstens zu teuer war. Und zweitens, es gab es halt nirgendwo. Man musste halt echt Glück haben oder man hätte es aus dem Versand holen müssen, aber für mich war es halt einfach damals zu teuer. Und ich habe, also damals habe ich mir Geld verdient, mit Zeitung tragen, aber da gab es halt auch nicht so viel immer pro Monat. Yes. Und ich sag mal, wenn dann so ein Spiel mal eben 99 D-Mark gekostet hat, war das halt zu viel einfach. Als Schüler hat man ja kein Geld, großartig. Und deswegen spiele ich das jetzt mehr oder weniger zum ersten Mal. Ich hatte es letztes Jahr schon mal angefangen gehabt, aber dann hatte ich hier einen Wasserschaden und konnte es leider nicht mehr weiterspielen, weil ich das auf der PS3 gespielt hatte. Jetzt spiele ich es auf dem Emulator, weil es erstens eine schönere Grafik dadurch hat, also es ist höher aufgelöst. Und zweitens kann ich dann unter Umständen auch jederzeit speichern, falls wir dann irgendwie mal Feierabend machen, also falls der Stream dann mal aus ist. Kann ich zwischendurch nochmal speichern und das macht es mir dann doch ein bisschen einfacher, finde ich. Billy Connolly is in Hobbit, the dwarf that is main character, his cousin. Oh Gott, Hobbit, yeah, long time. Oh, it's been a long time. Hobbit, okay. Frodo, Nick the Ghost in Harry Potter. Harry Potter, it's not my... my favorite movie. To be honest, I hate Harry Potter. Sorry. hier ist noch eine Tür. Mal gucken. Ah, guten Tag. Wer sind Sie denn? Ich wollte einfach nicht kämpfen. Warum musste ich in diese Höhle geschickt werden? Hallo. Die Wachen sagten, das Mädchen ist im zweiten Gefängnisturm. Wozu der Lärm um ein Mädchen? Was? Nur wegen Fluffy? Funkennetz erhalten. Ich habe ein Funkennetz. Aha, kriege ich damit besseren Empfang oder was? Ach nee, das wäre dann ein Funknetz. Offensichtlich nicht hier. Ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Auch nicht. Was ist denn Funkennetz? Zusatz? Auch nicht. Ne, Zusätze kann man wahrscheinlich nicht bekommen. Dann ist das wahrscheinlich auch wieder was für was? Liste? Liste? Lass mal auf die Liste gucken. Ach hier. Einzeldonnerangriff. Ah. Also nur was man im Kampf benutzen kann. Okay. Can check any item. Beside I don't know the English word. Ausrüstung. Ja. Okay, I got it. Da. It is multi. It means you must press X like crazy. Yeah. I know the equipment. Thanks. Ja, danke. Equipment. Bin gerade nicht auf das englische Wort gekommen. Ah, manchmal. Ne? My English is not the best, so. But I will try my best. So. Keine Übung in Englisch. Das ist das Problem. Man spricht zu wenig Englisch. Beziehungsweise man schreibt auch zu wenig Englisch. Kommt man schnell raus. So. Nixer. Yes. If you try your best and don't succeed. And you don't succeed. Yep. Ach, Menno! Ich stimme zu. Without the CH. And then it's right. Ich stimme. Without CH. Stimme. Then it's right.